Willkommen hier im Achtelfinale im ersten der UEFA Champions League in Road to Tottenham Stadium. Ja, und beginnen tut es hier mal. Lazio gegen Barcelona. Mit dabei der Feingamer. Barcelona. Oh. Ja, hallo, grüß euch, Leute. Oh. Ja, weiter. Oh, das geht schon mal gut an. Ja, Barcelona natürlich Favorit, aber hier in Rom will natürlich Lazio gleich mal ein gutes Heimmatch haben. Oh, oh gute Parade. Bevor es ins Camp Nou geht. Ja, genau, das müssen wir jetzt sagen. Nein! Oh. Gruppenphase ist vorbei. Es wird hier ein Hin- und ein Rückmatch geben. Wir werden das aber so machen, dass alle Hinmatches das erste Mal gemacht werden. Oh. Schön, Immobile, schön. Oh, das ist schön gemacht. Sehr toll. Okay, sogar Einwurf für mich. Oh. Alter. Okay. Messi. Oh, schade. Ja, da ist anscheinend nichts mit Abtasten. Die zwei legen gleich voll los. Und werden sich hier sicher nicht schenken. Ja, beide wollen eine gute Ausgangslage fürs Retourmatch. Oh. Ja, ich weiß nicht, bin mir jetzt nicht mehr sicher, hast du gesagt, wer auswärts und wer daheim spielt? Ja, habe ich. Lazio spielt daheim. Barcelona auswärts. Oh. Basta. Im Moment drückt Lazio. Oh, wo ist der Ball? Ja. Scheiße. Alter, nichts mehr gesehen. Ich wollte eigentlich nur den Ball wegschießen. Komm, nicht rot. Nicht rot, Alter. Na, rot ist keiner. Nichts mehr gesehen, Alter. Immobile. Ah. Lässt ihn immer jubeln. Ja, ein Heimerfolg, der wäre gut, um hier ins Camp Nou zu fahren. Da fahren wir uns sowieso. Sie haben ja nicht den Fahrfahren. Oh. Nein! Das ist nicht der Ausgang. Das kann aber rot gehen.
Oder er ist genauso gnädig wie auf der anderen Seite. Es ist keine rote Karte. Ja. Wer ist noch fair, sage ich mal. Ist zwar mit mehr Absicht gewesen, aber das sei dahingestellt. Komm, Strakosa. Na! Oh. Yes! Oh Mann, vielleicht den Null halten. Den kann man so schwer wieder zurückbewegen, den Pfeil dann, wenn er mal in eine falsche Richtung ist. Oh. Schön. Ja, Konter. Aber vorbei schon. Zweck. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Berisha! Guter Start der Römer hier. Ja, und jetzt schaut schon ganz bitter aus. Oh. Oh. War das abseits oder nicht? Ja, war keins. Da hat man gesehen, wie gefühlvoll Messi jetzt noch reagiert hat. Und so, jetzt macht schon zweites da. Auswärtstor ist da. Nummer 9, Luis Suarez. Oh mein Gott. Ah, das ist eben gut. Oh shit. Oh. Könnte die nächste. Ah nein, könnte die erste rote sein. Könnte die nächste rote sein, ja. Ja, das wird rot. Das wird rot, Basta wird gehen. Scheiße, Mann. Gibt man mir jetzt alles aus der Hand. Ja, hast du aber machen müssen. Ja. Vielleicht hast du ihn noch erwischt. Oh. Das war nix. Ja, aber das lässt jetzt Barca hoffen. So schlecht hat er die Statistik jetzt nicht ausgesehen, wie wir hier sehen. 8 Schüsse, davon 4 aufs Tor. Man ist ein bisschen spät aufgewacht, muss man sagen. Hat jetzt aber ein bisschen den Vorteil, dass man hier einen Mann mehr am Feld aufweisen kann. So, für Lazio. Heißt es weiter kämpfen? Ja, für Barcelona genauso. Oh mein Gott. Ah, schön. Substitution for Lazio. Coming off the pitch. Number 6. Coming onto the pitch. Number 16. Marco Carrara. Schon wieder her. Oh. Schön. Das war mir jetzt zu knapp schon vom Goalie. Zu weit vorgelegt. Danke, Tim. Erster Treffer. Und Ausgleich.
Ah, ich glaube, da hätte ich nicht mehr schießen können. Ja, jetzt wacht Messi in puncto Tor noch auf. In puncto Tor? Jetzt schießt er viel mehr, er ist in der Gruppenphase gefühlsmäßig. Ah, da kann Tor jetzt geschossen. Nein, nicht, aber noch präsenter, so meine ich. Achso. Da habe ich von der Gruppenphase auch schon sehr präsent. Oh. Puh. Alter. Puh. Alter. Ist der Barca-Bonus. Ah, oh, habe ich mir gedacht, dass das abseits ist. Ach, der ist doch noch da. Oh! Löwenbergischer. Ah, und der nimmt den nicht mit. Der hat den Perfekt mitgenommen. Ja, es ist ein gutes Achtelfinalmatch hier. Keiner will sich hier verstecken. Beide wollen sich präsentieren. Bislang halt die bessere Ausgangslage Barcelona. So, Doppelwechsel jetzt hier. Oder? Okay. Ah, da hinten so. Oh. Ah. Oh. Boah. Man kann sagen, sie drehen hier die Partie. Ja, das stimmt, 3-2, also 2-3 eigentlich, um es korrekt zu sagen.
Oh, schön. Genau. Oh. Boah, Götter. Ah, war Ja, nicht gelb. War nichts gelb. Barcelona. Macht sich eine sehr gute Ausgangslage. Er steht quasi schon mit einem Bein einmal. Ja. Ja. Gut zurückgekämpft. Von Ja, Barcelona. Barcelona jubelt hier. Okay. Wie es dazu kam, sehen wir nicht. Dafür geht es weiter im nächsten K.O.-Spiel, im Hinspiel. Und genau, und das ist in Deutschland, und zwar in Dortmund gegen Real Sociedad. Ich muss jetzt nur noch kurz schauen, ob der Trainer irgendwas gesagt hat. So. Ja, der BVB gerade noch so in diese K.O.-Phase gekommen. Ja, Real. Reden wir nicht so viel drüber. War eine gute Gruppenphase bis aufs letzte Spiel. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Zuschauer haben das bekommen, was sie wollen. Viel Tore. Ja, dann will ich das auch jetzt. Kann man das bestellen? Aber umgekehrt jetzt. Was haben wir mehr? Mehr deutsche Zuschauer von Dortmund oder mehr von Real Sociedad? Mehr deutsche Zuschauer, die eher Bayern-Fans sind wahrscheinlich. Oh. So. Aber der BVB will einen guten Start hinlegen. Ja, das ist schon mal gut hier, Guerrero. Ja, Sociedad will auch einen guten Start hinlegen. Und es ist 1-0. Alter. Marcos. So, jetzt nochmal für die ganz Dummen, die sich's nicht gemerkt haben. Ah ja, oh ja, das ist, man spielt in Deutschland. Genau. Deutschland. Da habe ich schon ein Lied rausgebracht über Deutschland quasi. Das hat aber dahingestellt, das ist eigentlich nicht wichtig hier.
Ah, der läuft jetzt nicht. Oh, Gott sei Dank. Gut, nachher geht's. Oh Mann! Oh, oh! Gut umgesetzt. Ja, was ist mit Sociedad los? Alter, geht's hin! Oh. Ja, Dortmund schreit nach dem zweiten Tor. Was für die Show. Halbe Stunde Dortmund hat das daheim ganz gut im Griff. Alter. Und wieder Rolli. Stärkster Mann hier am Platz. Uffu. Ja, Dortmund zahlreiche Chancen, kein Tor. Ist natürlich auch bitter. Aber was er dort weiterhin in dieser Sockstarre von Juventus? Noch kein Torschuss auch. Alter, Goli. Reus! Alter. Schönes Tor von ihm. Ah! Trottel. Has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Komm, Alter. Nein. Oh, danke. Oh, Glück auch noch. Ja, 2:0. Keine Gegenwehr hier zu sehen. Reus wirklich beste Partie bislang von ihm. Weiter soll es jetzt gehen.
Dortmund will sich eine richtig gute Ausgangslage schaffen. Ja, und Real ist ja da. Gruppenzweiter in Gruppe C. Die letzten zwei Spiele, also dieses und das letzte, funktioniert etwas nicht mehr. Alter. 3-0. Der kommt auch noch daher einfach eiskalt. Reus, dritter Treffer. Oh, der schnell. Der Alter, schnell! Alter. So ein Madel musst du mal haben, dass du nochmal auf den Ball kommst, Alter. Ah, da fliegt ihn gleich. Spektakulär ausgeschaut, aber nichts gemacht. Ich finde, die stehen auch nicht mehr gut. Oh. Ja. Ja, so ist ja da. Keine Ahnung, was mit denen los ist, was da anders läuft. Oh, aber jetzt schon Jose. Nein! Nein! Das hätte das Türchen werden können. Das was? Das Türchen. Türchen. Ah. Ja, die schauen dazu! Ich hätte jetzt echt gedacht, der Goalie geht raus. Ah. 5-0.
Alter. Alter. Ja, ist die Frage, wird der Trainer seinen Hut nehmen müssen oder nicht? The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Scheißen. Eine gute Gruppenphase, aber wo ist da jetzt der Wurm drinnen? Ja, ähnliches bereits ohne Worte. Ja. 6:0. Dortmund sieht sich im Viertelfinale. Schätze ich einmal. Ja, außer Sociedad beginnt mit einem Feuerwerk des Feuerwerks. Bist du deppert, die Statistik ist wieder mal geschmeidig. Na gut, liebe Leute, das war's von uns. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim nächsten Match. Achtelfinalspiel. Bis dahin, macht's das gut. Haut rein. Ciao, Papa. Herzlich willkommen hier zurück aus Amsterdam zum Spitzenspiel im Achtelfinale. Ajax Amsterdam gegen Liverpool. Mit dabei der liebe Fangema. Grüß euch. Ja, und ich glaube, wir werden was erklären, falls es den einen oder anderen auffällt, oder? Der liebe Fangema hat einen Fusch gemacht. Oh. Habe einen nicht gespeicherten Kader-Update gemacht. Und dadurch kann es sein, dass der eine oder andere Spieler neu dabei ist mit einer anderen Stärke und so weiter. Wir mussten alles oder sind dabei neu einzustellen alles. Oh. Liverpool führt. Jetzt will Naldums erster Treffer. 10 Minuten gespielt. Ja, wichtig wäre noch zu wissen, wer spielt auswärts, wer
Inwärts, inwärts. Ja, wir spielen in Amsterdam. Oh. Ja, durch eine depperte Idee, ehrlich, die ich geboren habe, habe ich mir die ganzen Kaders verstellt. Ending war so lieb und macht sich die Arbeit und ist mitgezogen. Weil wir ja dann sonst unterschiedliche Stärken haben und so weiter von den Spielern. Die Idee werde ich euch jetzt noch nicht sagen, die werdet ihr dann in meinem anderen FIFA Let's Play sehen. Oh. Oh. Alter. Salah. Hat da echt ein Feldspieler die Nummer 1 bei dir? Ja. Keine Ahnung. Ja, hat er nach Nummer 1. Wie gesagt, alles uneingestellt. Wo kann's an? Es kommt nicht so ganz zurecht. Ja. Ah, jetzt läuft er wieder nicht mit. Ja, ich bin nur froh, dass wir das im ersten Turnier so hatten. Zwecks Transfers nachverfolgen. Oh. Oh. Ach, das schön. Ah. Ach, das schön. Oh, mal ein Lebenszeichen. Yes. Auswärts Tor. Ah, nein, Blödsinn. Ich bin ja in Ajax. Heimtor. Dennoch muss man sagen, für Ajax natürlich ein Erfolg, hier dabei zu sein, glaube ich, schon im Achtelfinale. Ja, man geht hier ganz gelassen ran. Liverpool, man weiß, das ist ein harter Gegner. Wie du sagst, Ajax war für mich eine der Überraschungsmannschaften. Die verstärken sich auch. Kann man jetzt schon sagen, an zwei Positionen. Eine ist aber fix, eine zweite ist geplant. Sagen wir mal so.
Oh. Der war wichtig noch. Oh. Ja, der war auch schön. Voilà. Ja, aber ich muss sagen, sie halten eigentlich ganz gut mit. Oh. Nein. Schade. Ja, Liverpool hatte in der Gruppe jetzt noch eine herbe Niederlage einstecken müssen gegen Monaco. Hm. Als letztes Spiel. Jetzt kommt Meister, aber wirklich schon da. Wer? Van de Beek. Aber nicht mit 80. Das weiß ich doch nicht. To be replaced by number 21, Alex Oxlade-Chamberlain. Oh, das war nix. Also der war ganz blind weggeschlagen jetzt. Was hast du denn da eingestellt? Gleich vier Mann da dabei. Oh, da ist keiner. Das war ein Fail. Ah. Ups. Oh. Ja. Brav. Der Kollege ist jetzt voll konzentriert oder er hat wieder mal sein Ohrstöpsel draußen. Ja, volle Konzentration, macht so einen Fehler.
Aber jetzt schöner Pass auf Slade. Oh, schon wieder. Okay, da auch schön. Der spielt doch. Ah ja. Oh. Ja, ich muss sagen, Ajax verkauft sich bislang hier sehr gut. Das stimmt. Schade. So, jetzt kommt ein neuer rein, den ich da nicht gekannt habe bei Ajax. Oder er war dabei und ich habe ihn nicht auf der Bank gehabt, sondern nur in der Reserve. Ja, Oxlade gefällt mir sehr gut. Oder? Von hinten stoßen. Oh, schön. Yes! Gute Ausgangsposition, wenn es so bleibt. Arnautovic. Ja, 2-2. Respekt an Ajax. Die haben jetzt bewiesen. So. Southampton gegen Frankfurt. Ich weiß, ich stelle mich jetzt gegen meinen Spieler, aber ich werde Southampton nehmen, weil die das sehr gut gemacht haben. Und du nimmst Napoli.
Na gut, Frankfurt gegen Southampton. Oh. Scheiße. Hat spektakulär ausgeschaut jetzt auf jeden Fall. Frankfurt führt. Schnelles Auswärtstor. Napoli, go! Number 24, Lorenzo Insigne. Schöner Haken, aber doch. Oh, schade. Ja, Frankfurt will schnell machen das Spiel hier. So überall Erfolg. Jetzt ist aus Hemden am Drücker. Oh. Oh. Oh, das war ja nichts. Ups. Richtig. Es ist auf jeden Fall ein schnelles Spiel. Na ja, schon. Mal sehen, ob beide das Tempo durchhacken können. Romeo. Hast du absichtlich einen anderen Goalie drin, oder? Na, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt ist. Der haltet aber auch gut.
Oh, schön. Oh. Ja, der gute Tag gemacht, muss ich sagen. Oh. Ja, 1-0. Schneller Start von Frankfurt. Bist dead. Ratlos hier jetzt. Aber es geht gleich schnell weiter wieder hier. Oh. Richtig. Da hätte ich vielleicht flach rein sollen. Oder schießen. Ja. Oh, das war nix. Oh, schön nach lang. Long! Oh mein Gott. Jetzt hat er gepasst. Jetzt hat es sich verschrieben. Na, jetzt ist ihm, glaube ich, der Verteidiger im Weg gestanden. Oh. Oh. Schwere Entscheidungen hier. Oh, was war das? Ja. Und tschüss. Das ist so eine Chance für Southampton.
Gott sei Dank. Siehst du, Goalie ist gut auch. Nein, ich glaube, da war wirklich das Spiel am Weg. Das habe ich auch gleich einen 66er reingehabt zum Testen. Komm, Rabiol! Weiter. Oh. Gibt's nichts. Wichtig. Nein! Komm, 66er, lauf! Alter! Ja, ist da jetzt die Puste raus? Bei Napoli! Alias Frankfurt. Bertrand! Oh. Oh, schon. Oh. Schwacher Fuß. Ja, Southampton. Mit viel Einsatz jetzt noch. Ah, oh, das gibt's nicht. Oh. Oh, da macht es Spaß. Unschöne Szenen hier noch. Also ich finde nicht, dass der Goalie so unbedingt batzt hat. Ich weiß nicht, ich hab's nicht genau gesehen, ganz anders im Weg, aber... Hat den Schein gemacht, dass wir dann hingekommen. Gescheißen. Und ciao. Okay.
Ja, 2:1 gewinnt man hier gegen Frankfurt. I wanna be a Kung Fu Fighter. Ja, genau. Ja, und damit kommen wir auch zur fünften Partie: Monaco gegen Manchester United. So, und jetzt musst du nur noch sagen, wer die richtige Mannschaft ist, weil Monaco stimmt ja nicht. Warum nicht? Ach so, oh ja, das ist meine Mannschaft. Oder mit Monaco, 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 Frankreich. Frankreich. Na, ich dachte, dass das jetzt auch eine Mannschaft ist. Von dir, also zwei, beide. Ah, ich sag nichts mehr. So, Monaco gegen Manchester United beginnt. Oh. Monaco hatte noch ein Sieg gegen Liverpool abgestaubt im Gruppenspiel und sich dadurch qualifiziert. Ja, und Liverpool ist zu vergleichen mit Menu. Oh, hast du recht, geh weg. Der ist nicht weggegangen. Der Freistoß war unpräzise. Oh. Ich hab, der war zuerst dort, wo ich das Fadenkreuz hingebe, aber vor allem ist er weggegangen. Na, no, machst du Spaß.
Alter. Nein. Oh, jetzt bin ich extra langsam geworden, dass ich noch an ihm vorbeikomme und dann. Oh. Ich will nicht sagen, das war uncool, aber das war ein bisschen uncool. Aber so passt's. Trotzdem. Für mich, sage ich mal. Marco Fürth, Falke Audricht. Oh, schade. Smalling. Lingard. Ja, ist ein gutes Match. Oh, was war das? Ja, Verkauf. Warum nicht einmal abziehen direkt? Schauen, was dabei rauskommt. Ach, schade. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Ist schon normal, ist es nicht Verteidiger? Er ist ja Verteidiger. Ei. Danke. Mit sehr offensivem Drang. Und auf der Seite. So. Es gibt einen Doppelwechsel hier. Auch Rashford konnte wieder nicht überzeugen. Ja.
Oh. Na ja, schön. Boah, sehr schön, Lukaku. Pogba trifft erstmalig. Ein wichtiger Ausgleichstreffer. Was hast du erzielt? Mal schauen, Lukaku hat schon mehr Pluspunkte jetzt als Rashford gesammelt. Oh. Oh mein Gott. Schön. Und das ist der noch nicht getroffen hat. Forever young, I wanna be forever young. Stark jetzt diese Halbzeit und von Lukaku auch sehr stark. Oh, was war das, Alter? Für ein Schuss. Ups. Siebi. Pogba. Schön von Ronny Lopez. Oh. Nein, Alter. Perfekt. Was heißt, das war faul, Alter? Der war außerhalb vom Fünfer, da darf man attackieren. Zu weit. Ja, und Monaco gut, aber ich glaube, jetzt verlassen ein bisschen die Kräfte. Monaco hat es den Anschein, was das Offensivspiel angeht. War schön. Lukaku gut durchgestartet hier. Gott sei Dank. Oh, schön, das ist jetzt. Linde auf, wer ist das? Linde auf. Hat er bei dir schon gespielt? Mhm.
Oh. Bisschen weggerammt. Jetzt haben wir Lukaku. Der war jetzt schön. Sehr gute Partie von ihm. Okay, machen wir mal. Wenn er es vorschlägt. Substitution for AS Monaco. Coming off the pitch, number 7. Coming onto the pitch, number 10. Stefan Jovetic. Goal for Manchester United. Number 9. Romelu Lukaku. Ja, man findet jetzt hier irgendwie kein Mittel mehr. Ja, ich glaube, wenn wir die Kraftausgang bleiben, hinten stehen, rutschen nicht mehr raus, dann können wir das Spiel einfach nicht schnell machen. Aber trotzdem, gut, Jovetic. Okay. Gute Antwort von Jovetic. Ja, ein Tores Rückstand wäre wünschenswert, wenn das das Minimum wäre. Oh, oh, das springt noch so der Position diese Saison, glaube ich. Aber abseits, Gott sei Dank. Schade. Ja, es ist aber machbar. Es ist machbar im Rückspiel. Ja, gutes Match war's. Und mehr sehen wir dazu nicht mehr. Na, den nächsten Verein Matches seht ihr beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Ciao, Papa. Ciao. So, herzlich willkommen hier zum nächsten Achtelfinalspiel. Und zwar zum 6. Mitarbeiter Fangamer. Grüß euch. Ja, wir müssen jetzt noch sagen, Barcelona spielt hier eigentlich nicht. Olympique Marseille schon. Wer ist der tatsächliche Gegner? Ja, der tatsächliche Gegner ist Real Madrid, also ehrwürdig vertreten, würde ich sagen. Und die spielen auch daheim gleich. Marseille hier auswärts. Oh. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Oh. Das ist ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mag übrigens. Du kriegst mich nicht? Ah, du liebst mich nicht, genau so heißt das. Denke ich mal. Wollen wir schauen. Ja, ja, aber es war jetzt eine Abwandlung. Vom Acho und von der Shirin David. Wie? Vom Acho und von der Shirin David. Gibt's da schon ein Cover? Okay, dann ist die Frage, vielleicht gibt es mehr Versionen. Sabrina Setlo hat das damals gemacht. Dann gibt's ein Cover anscheinend. Das war in den 90er hat sie das gemacht.
Okay, Mainz ist vor Bayern. Okay. Das wäre auch einmal ein interessantes Thema eigentlich. Cover-Songs. Oh. Cover, Kapitän Papi. Na dann leg mal schön los. Campus. Oh, das hat sich da nicht. Oh, schon. Oh, brutal, aber. Oh. Paille. Aber da könnten wir theoretisch uns zusammentun. Bei der Liste. Weil du weißt sicherlich die jüngeren Covers, sag ich mal. Oder so Rap-Covers. Oh. Ja, genau. Sex, Baby. Wie war das? Sag nix. Let's talk about Sex, Baby. Nein, ich singe nicht in Aufnahmen. Ah, das hast du schon. Keine Sorge. Das habe ich gemerkt, wie wir den Österreich-Stream begonnen haben und ich den Stream ja verarbeitet habe in Folgen. Echt? Haben wir viel mitgesungen? Ein bisschen schon. Ich sage mal, Schaulala, Schalala, Electronic Lady. Das ist nur ein Beispiel. Also gerade beim Bannis. Ist mir jetzt nur so markant aufgefallen, also. Oh. Das habe ich mir auch einmal überlegt. Eine Liste mit Songs, wenn die laufen, wo ich immer mitsingen muss. Ist die Frage, ob ich den Leuten das antun will. Was denn? Wo ich immer mitsingen soll. Barbra Streisand. Siehst du, ich kenne nicht da mein Barbra Streisand Lied, also so, wo ich mitsingen könnte auf einmal. So, ist das eins oder was? Oder war das jetzt nur ein Beispiel? Das war jetzt ein Beispiel, ja. Achso. Oh, schön Balotelli. Die Tür geht auf, sagen wir bitte, schau mich an. Ich hör die Klopfen. Aber das Klopfen macht keinen Sinn. Sie hat eine Stunde lang gegen mein Zimmer gehämmert. Aber ich habe sie nicht rausgelassen. Wow. Ja, ja. Ja, ja. Ja, diese erste Halbzeit wie abtasten. As indicated, there will be a minimum of 3 minutes. Ja, was wir, ich weiß nicht, haben wir das aktiv gesagt, wer wo spielt, wer auswärts, wer daheim spielt? Mhm. Habe ich wieder mal nicht zugehört. Spielt daheim. Okay. Der Ball ist ein bisschen wenig, aber das ist normal beim Marseille. Sind ja die mit der Fünferkette, oder?
Gegner sind, die generell defensiv stehen. Ah, okay. Oh Mann, jetzt habe ich mir selber einen Ohrwurm gesetzt. Scheiß die Wandern. Aber das geht eh, Marker. Soll man nicht bei den Backstreet Boys anfangen zum Singen? Everybody, yeah, yeah. Ja, aber den würden wir auch singen. Wahrscheinlich. Weißt du, dass ich mir echt überlegt habe? Ich weiß, ich sollte es hier nicht öffentlich sagen. Baby, baby, baby. Sie hätten ein Konzert heuer in der Stadthalle. Echt? Aber das ist im einen Tag vom Muse-Konzert, was in Graz ist. Oh. Oh. Und wann gibt es die Tickets oder gibt es schon Tickets? Die gibt schon länger. Und ist noch gar nicht ausverkauft? Weiß ich nicht, da habe ich länger nicht mehr geschaut. Weil ich mir gedacht habe, ich schaue gar nicht nach. Könntest du das für mich nachschauen? Oh, kann ich schon. Aber nicht im Moment. Na, jetzt. Jetzt gerade? Warte, wenn ich den Ball hab, dann. Jetzt kannst du. Okay. So, ja, aber es ist eigentlich kein schnelles Spiel. Du meinst, da kann man nachschauen. Tauwin! Beste Chance jetzt im Spiel. Ja. Ich habe bislang ein vielversprechendes Achtelfinale. Mindestens 3 Tore sind in jeder Partie gefallen. Da müssen wir Gas geben jetzt. Ja. Erster Wechsel. Oh, schön, Terstegen. Ja, Terstegen, richtig gute Rolli. Ich weiß, das war nicht so schlecht vom Payet. Ne, ausverkauft. Was denn? Das ist wirklich neben der Nacht. Sicher? Na, das ist blöd, ich krieg sowas nie mit Konzerten und so. Bist du bei Oettinger angemeldet? Nein. Weil nämlich du kannst dich bei wenn du dich bei Oettinger registrierst, oh, das war ein Spaß. Ja. Dann kannst du einen Ticket-Alarm setzen. Und dann bekommst du eine E-Mail, wenn Tickets in Verkauf gehen. Was denn? Ich lese wahrscheinlich die E-Mail. Achso, ja. Naja, musst du deine Handy-E-Mail angeben, wo das gleich aufpoppt. Stimmt. Zum Beispiel. Strottmann! Oh, es klappt hier nichts. Jetzt wäre hier fast meine Gmail-Adresse gelöscht worden, wo der YouTube-Account hinterlegt ist. Okay. Weil sie haben geschrieben, wenn man ein halbes Jahr lang nicht einsteigt, dann wird der gelöscht. Und ich habe mir gedacht, ich bin im Handy, im App jedes Mal drin. Nein, man muss sich einloggen einmal, bewusst.
Genau. Na, so habe ich einige Ticket-Alarme schon gesetzt. Da kannst du für verschiedene Dings dann setzen, oder wie? Ja, für Musik, für, also ich habe für Musik gesetzt. Du kannst auch, ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel auch für ein Musical setzen kannst oder so, oder was weiß ich. Zum Beispiel ÖFB-Tickets habe ich gesetzt, Ticket-Alarm. Was sich jetzt wahrscheinlich hier erledigt hat. Ja, das muss ich mal gut überlegen, wenn ich da runterfahre. Oh! Also ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Ich muss mal noch überlegen. Oh! Schön weggesprungen. Oh, der ist schnell! Der ist schnell! Yeah! Yeah! Und zersägen wieder. Zersägen? Zersägen, ja. Oh, schon wieder, ja. Oh, der Hund ist schnell. Oh! Und jetzt holt er einen Elfer. Also habe ich Ticketalarm, sag ich, Konzertalarm gesetzt für das Konzert, wo du gemeint hast, dass du auch mitgehen würdest, wenn du kommst. Zum Beispiel. Das habe ich wieder vergessen. Love me like you do. La la love me like you. Oh mein Gott, und ich habe mal irgendeinen YouTuber gesehen. Dem war das peinlich, der hat, wenn er eine Wette verloren hat, hat er Karaoke gesungen in seinem Stream. Wir machen das an Dauer irgendwie immer. Das stimmt. Oh. Ja, es bleibt wahrscheinlich hier beim 0:0, wie es ausschaut. Oh. Eine gefährliche Lattenschance hat es gegeben, dann eigentlich diese Chance von mir. Der Freistoß, aber sonst. Oh nein! Mr. 90 Minuten schlagt wieder zu, unglaublich. Balotelli! Das war jetzt so kurz vom Goalie. Oh, geht doch rein. Ja! Balotelli, da wird der Trainer jubeln über diesen Auswärtserfolg in Madrid. Ja, Last Minute Tor, aber das hat sich, glaube ich, so abgezeichnet. Entweder wird es ein, also Lucky Punch war ja das nicht wirklich. Aber sehr abwartend gespielt. Oh, da ist keiner. Sehr abwertend gespielt. Abwerten. Oh, schön. Wir haben einen sehr wichtigen Auswärtserfolg. So, auf Ja bitte einmal. Leben im Gemeindebau. So, what's up? What's up? Ja, ich schaue gerade Bayern München gegen Juventus. Der richtige Kracher hier eigentlich im Achtelfinale.
Gut, da habe ich jetzt noch gesehen, dass es irgendwelche taktischen Umstellungen gibt. Warte, ich drücke gleich auf Weiter. Sind da gerade welche, die ich nicht gemacht habe, wie ich das neu eingerichtet habe? Jetzt muss ich noch geschwind korrigieren. Okay, ich komme gleich wieder. Ich hol geschwind das Trinken noch. Und teilweise ganz schön teuer die Karten bei manchen. Was war teuer? Das war zum Beispiel da bei Bilderbuch kostet eine Karte gleich 57 Euro. Oha. Wer glaubt, was Bilderbuch ist? Wo hast du danach geschaut? Ja, bei Oetiker. Wo kommen die leicht? Keine Ahnung, in Wien irgendwo. Du musst halt schauen, gewisse Locations sind günstiger, gewisse halt sind teurer. Weiter. So, erstes zu versuchen, Matuidi, ja, Juventus. Auswärts oder daheim, Juventus? Oh, das ist eine gute Frage, das müsste ich jetzt dann schauen. Das habe ich jetzt mal vergessen jetzt. Na, schau, wenn es dann bald bist. Ich glaube auswärts, aber. Mathe, jetzt gute Möglichkeit. Ja, ich bin in München und da der Anzahl. Die werde ich heuer noch sehen. Als Weg. Lego. Ach so. Ich habe jetzt, das ist ja fast schon ein Fußballmatch, oder nicht? Na. Na, na. Aber das wäre mal was. Ich war schon am Liverpool Champions League Match überlegen. Oder war die Karte zu teuer? Gut, Champions League ist. Wie viel hat der gekostet? 300. Nur Karte oder mit Übernachtung gleich? Nur Karte. Okay. Na, was gibt's da noch zum Überlegen? Oder? Und es Also. ist die Nummer 7. Also das ist so schwul gemacht, dass man das jedes Mal, dass er das, wenn er den Jubel macht. Wirklich, wie ein Affe, Alter. Ich finde den cool. Aber es ist ein neunter Champions League-Treffer. Also das habe ich mir nicht gedacht, dass der reingeht, der Schuss. Ja, ich auch nicht. Gott. Der war irgendwie so komisch antragen. Oh, boah, denk! Wutzen. Oha. Neuer gar nicht sicher der Zeit. Ah.
Oh. Oh, richtig. Nein, Gott sei was war Dank, das Gott denn? sei Dank. Come on! Was war das, Alter? Warst du gerade mit der Freundin im Bett? Willst du einen auf zärtlich machen, Alter, oder was? Na wirklich? Oh, schon. Oh, da ist keiner. Das war jetzt Glück. War das selbst rein gewesen jetzt? Ja, Alapa. Ah, Robben und Kopfball, das funktioniert nicht. Oh nein! Nein, was? Habe ich jetzt gefault? Kein Foul, oder? Na, echt? Geh scheißen! Echt? Ich hab doch mit Hummels geklärt, nicht mit Alaba. Ja, ja. Alter. Oh. Das hab ich nicht gesehen. Na, geh scheißen! Und der 10. Champions League Erfolg oder nicht? Nein. Oh. Ah, das war nix. Das hat nix, das war wohl nix. Ah. The fourth official has indicated there will be a minimum. Puh, ja, aber es ist nur ein 1-0, muss man auch dazu sagen. Oh. So, die Statistik blenden wir noch mal ein für den Trainer. Na, machen wir das trotzdem. Substitution for FC Bayern Munich. Coming off the pitch, number 10, Arjen Robben. Coming onto the pitch, number 22, Serge Gnabry. Genau, bleib liegen, bleib gleich liegen.
Schön gemacht, come on. Oh, schöner Ball auf Gnabry. Oh. Sehr schnell. Was der Schnee, der Schnee ist schön. Oh, machst du Spaß? Nein! 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 Oh, bitter! Bitter ist das jetzt! Bitter deppert! Oh, der war jetzt bitter. Das ist jetzt die Frage, wem kann man den Patzer hier zuschreiben? Was denn? Ganz bitteres Tor. Ja. So schön noch rausgezogen eigentlich. Und schön gehalten eigentlich von ihm. Oh, macht ja, so Spaß. Patrick hat ganz klein Goli. Er sieht ja, dass der hinter ihm den raushauen will. Jetzt weißt du, warum ich ihn ausgemustert habe. Na, aber er hat zwei starke Partien von uns. Also zwei starke Paraden. Ich glaube, zum Mann sicher passiert, aber das ist halt ärgerlich jetzt in so einem Spiel. Ja. War schon schade, dass der Ball jetzt nicht von Gnabry reingegangen ist, ehrlich gesagt. Bernadeschi! Neues Spiel. Oh, machst du Spaß? Oh, das war ein neuer Spaß. Ups. Oh mein Gott. Oh, schon. Wichtig. Oh. Ja, Alaba heute Glück. Mhm. Nicht seine Partie auf jeden Fall. Ah, von Rodriguez hat man eigentlich auch nicht viel gesehen. Substitution for FC Bayern Munich coming off the pitch.
number 11, James Rodriguez. Coming onto the pitch, number 25, Thomas Müller. Oh. Scheiße. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war aber sehr knapp, wenn. Alter. Oh. Oh, das gibt's ja nicht. Oh, schlechter Pass. Jupp, schlechter Pass. Oh, dann nimmt. Alter! Kimmlich! Haberer! Na, nicht. Ne, nicht. Oh. Na, der war nicht der Platz gewesen. Echt? So, das ist nämlich so. Da drüben war noch. Ist nicht mehr vorgelaufen. Was? Das gibt's noch? Alter. Jetzt aber. 1:1 hier in München. Starke Partie von beiden. Neuer vor allem. Heute ist sehr, sehr stark. Schellala, Electronic Lady. Oh, Entschuldigung. So, Porto, Tottenham. Das letzte Achtelfinalspiel. Passend, um den Dreier zu schließen. Ja, wir reden immer vom Dreier. Wir können ja immer nur eine Stunde aufnehmen, deswegen wird das immer in Dreierpack zusammengezogen und dann natürlich auf einmal hochgeladen, zusammengefasst, wieder alles, was wir gemacht haben. Was du willst für ein Dress, such dir aus. Das? Dann nehme ich das. Porto und gegen Tottenham. Ja, zwei gute Mannschaften, würde ich sagen. Nicht jetzt im Spitzenfeld natürlich. Beide haben aber ihre Klasse schon aufblitzen lassen. Vor allem der Stürmer bei Tottenham hat getroffen, fangen wir. Generell das letzte Spiel für Tottenham ein sehr positives gewesen. Beim 4:1 Katar-Sieg gegen Shanghai. Für Porto war es eine 4:2 Niederlage gegen Barcelona, aber das war ein sehr gutes Match.
von beiden. Deswegen denke ich, ist Porto auch natürlich damit viel Optimismus. So, los geht's. Oh, das ist natürlich jetzt. Können wir so einen Batzer gleich machen zu Beginn. Harry Kane erzielt sein drittes Champions League Treffer hier bei Porto in Portugal. Tottenham Hotspur goal. Number 10, Harry Kane. Oh, schade, dass er dagegen gerannt ist. Oh, schön. Oh. Man beginnt stark. Oh. Sie brauchen mit sie. Oh, das war Arsch. Fehlpässe. Unnötige, unbedrängte Fehlpässe. Oh. Und Casillas. Oh. Weiter. Das war so abseits. Ticken spät. Was reimt sich auf Ticken? Ficken. Ach, wie denkst du immer? Kann man auch schicken sagen. Oh. Ich bin ein bisschen überrascht, weil den habe ich jetzt schon aufs Tor gesehen und denke, wo ist der Ball? Uff. Oh. Man ist hier unter Dauerbedrängnis. Man versucht sie mit Konter zu spielen, aber die kommen auch nicht nach vor zum Torabschluss. Oh.
Oh. Oh. Jetzt nochmal. Bei. Oh. Oh, fangen wir dann. Hilft hinten aus. Kopfball. Duell gewonnen. Ich bin jetzt überrascht. Oh. Bei Kopfwelle habe ich ihn nicht so stark eingeschätzt, ehrlich. Was motiviert? Erstes direkt geschossen. Achtelfinaleinzug. Oh! Bist du behindert? Er spielt jetzt gut mit. Na, der Anfangsdruck hat jetzt ein bisschen nachlassen von Tottenham. Oh. Oh, der war wichtig. Okay. Minute 3, der glückliche durch Militao an Patzer. Gleich zu Beginn, aber auch sonst Tottenham sehr spielbestimmend diese erste Halbzeit. Erst zum Schluss konnte sich Porto etwas lösen von diesem Druck. Ja, Porto wird auch jetzt nichts verändern. Man hofft halt wirklich, dass man da jetzt noch besser ein Spiel findet. So. Die Umstellung hat sich, glaube ich, bezahlbar gemacht. Man hat diesmal den Kapitän auf der Bank gelassen. Hat stattdessen Wayama aufgeboten. Mit seiner Leistung, muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden. Oh. Wen hast du? Wann, Mama? Bitte? Statt wen? Statt Eriksen. Oh. Also hast du Eriksen defensiv spielen gehabt oder spielst du? Nein, sie spielen so irgendwie so ein bisschen ZM, sag ich mal. Ah, okay. Und ich wollte eben hier ein bisschen mehr Absicherung nach hinten. Weil ich habe Ali und Eriksen quasi in der ZM-Position und beide sind in der ZM. Ja. Oh. Nein. Der Weltmeister lässt sich von solchen Schüssen nicht beeinflussen. Oh mein Gott. Und von dem auch nicht. Ha. Oh. Oh. Noch keine Legende. Oh, das war ein ganz schwacher Pass.
Jetzt, wo ihr einen Kopfball auspacken könnt, macht das nicht, Alter. Oh. Oh, schön. Da hätte ich nicht hoch rein dürfen. Ja, oh ja, aber nicht so nah fürs Tor. Oh. Jetzt aber. Maria schon hochgelassen. Premis vierter Treffer. War wichtig, dass der drüber gesprungen ist. Gut. Doppelwechsel. Ja, auch hier. Ja, haben wir ehrlich geklärt, wer auswärts und wer daheim spielt, oder habe ich das wieder mal verschlafen? Wieder mal verschlafen, denn Porto spielt daheim. Oh. Das war jetzt wunderschön überhoben. Fanggamer zeigt Gefühl. Und tragt sich vermutlich hier mit seinem ersten Assist ein. Genau. Oh. Oh. Nein. Was war das jetzt, Alter? Gut, Glück, danke. Oh. Nein! Und der fliegt. Na komm, Schiri. Glück. Der hat Erbarmen. Nein! Richtig. Brei. Oder?
Ja, dort haben wir noch ein gutes Match. Sehr gutes Match, ja. Ja, vor allem gehen wir darf auch hier erstmalig durchspielen. Ja, machen wir mal gute Leistung hier im Achtelfinale. Oh. Oh. Lukas. Casillas. Last minute. Sissoko. Habe ich jetzt nicht mehr damit gerechnet. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Number 17, Musa Sissoko. Aber gut, unverdient auch, finde ich. Na, ich würde sagen, verdient haben sich es beide. Na, ich finde schon, dass Tottenham wesentlich stärker war. Vor allem in der ersten Halbzeit. Na gut, ich würde sagen, eine kleine WC-Pause, bevor es in die Rückrunde geht mit Barcelona gegen Lazio. Genau, und wir sehen uns dann in der quasi nächsten Aufnahme. Bis dann, mach's gut und ciao. Ciao.